Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Meine Familie wurde von der Höllenbrut dahingemetzelt. So etwas mit ansehen zu müssen, kann einen um den Verstand bringen. Der Wahnsinn tötete meine Schwester. Ich war allein und verängstigt. Bis ich gerettet wurde. Gerettet von Überlebenden, die gemeinsam die Welt von den Kreaturen der Hölle befreien wollen. Sie erkannten in mir die Stärke, den Dämonen zu widerstehen. Und sie formten mich zu einer Waffe. Nun bin ich bereit. Ein Meteor ist auf Tristram niedergegangen. Und daraufhin sind die Toten auferstanden. Ich werde sie in ihre Gräber zurückschicken. Einst war ich Gejagte. Nun bin ich die Jägerin. Seid schnell und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, also alle drängen schon, auf geht's, auf geht's. Ja, wie man sieht, es geht natürlich um die Avlo und die böse Brut bezwingt man natürlich nicht alleine. Wir packen uns eine Handvoll Mitstreiter ein. Zwei davon kennen wir schon aus anderen Projekten und der Markus, der ist neu. So, ich würde meinen, wir marschieren einfach mal los und machen alles kaputt. Wo geht's? Warte. Bleib dicht bei mir. Ja, wir spielen auf Qual 1, weil ich denke, das wird sich einfach am besten ausgehen, so. Nehme ich stark an. Wenn ihr mal aufhört, von da hinten drauf zu schießen. Nee, das macht... Nee. So, dann schwingen. Ey. Weißt du, die schießen vorhin, die sind clever, ne? Die stehen hinten. Ja. Und vier Idioten müssen vor. Ja, wo haben wir euch denn sonst mitgenommen, echt mal?
Nein. Ich hab's auf jeden Fall im Griff. Ich krieg nichts mehr weg. Ja, das wird auch ein Problem sein. Keine Ahnung, wie oft das passieren wird. Das ist ein bisschen, naja. Zum Anfang glaube ich noch nicht ganz so tragisch. Ich spiele jetzt ohne Hand an der Tastatur. Oder ich baue mir die Leertaste auf. Wir versuchen natürlich alle Questtexte zu zeigen und alles, was da kommt. Naja. Daran könnte ich mich stören. Noch klappt. So, und Effekt Overflow schon bereits beim Level Up. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Jawohl. Charge. So. Ups. Warten wir auf alle? Ja, ja. Jo, ich bin da. Warte. Mal gucken, was der. Fallt nicht zurück. Der Händler begleitet für mich. Lea, richtig? Ja, erstmal ein bisschen craften. Den Einschlag des fallenden Sterns überlebt. Level 2. Das ist mein Onkel Kane in die Tiefen der Kathedrale. Gehen wir. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten wir müssen gehen. Sich bereits. Die Schuld liegt bei mir. Ich komme zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch das ist meine Schuld. Pass auf, die Verwundeten, sie verwandeln sich. Gut, ja. Für die Wirtschaft ist das nicht im Nebenraum hier, das. Ah, das Büchlein, das, ja. Mitzunehmen? Gibt's hier Leute in diesem Raum? Privatsphäre, nein, danke. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Lernt die NSA automatisch auf, ja, ne? Aber langsam. Die Toten werden uns überwältigen. Ja, das lädt automatisch, so wie es aussieht. Dann werde ich ihnen ein Ende bereiten und eure Stadt retten. Habt Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Und was hat uns Rumford zu sagen, Markus? Du kannst das schon gut drauf, was uns Rumford zu sagen hat. Ich habe gar nichts gemacht. Ach so, die scheußlichen Mütter. Ja. Ja, da drüben die scheußlichen Mütter, ne? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, warte mal. Ich bin unschuldig. Bleib dicht bei mir. Fallt nicht zurück. Warte. Ich brauche hier direkt mal. Habt ihr schon Zeug gecraftet oder wie? Nee, ach, nee, aber ich glaube. Hab mir da beim Händler einfach um zwei, drei Sachen eingesteckt. Okay. So, jetzt kommt's. Achtung. Ich dachte mir. Klick. Ich bewundere euren Mut. Hauptmann Daltin und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Sie greifen die Barrikaden an! Die scheußlichen Mütter jetzt zerlegen, ha? Ja. Oh! In den Ruinen, die warum bin ich nicht gelöst? Mir fehlt auch noch was, ich weiß auch nicht. Ich, Deckard Kane, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie ja, was sind das, was die Königin Asylas Starcraft Collector ist. Nur ein bisschen Pause. Starcraft? Hast du die von Dingens oder was? Von Wurm ist das. Hotz, genau. Ich dachte schon, ich habe was verpasst. Sie wieder als lebende Tote hervor. Da gab's was für die Ablo, echt? Mhm. Krass. Da gab's auch den kleinen Erstling. Stimmt. Ja, genau. Soll ich in den Keller mit reingehen? Ja, gehen. Gleich nach der scheußlichen Mütter davor. Das scheußliche, ins feuchte Loch für man sagen. Feuchte oder Klammerkeller? Nee, modrig. Es ist einfach modrig da jetzt gerade noch. Das ist nicht, ich wiederhole, nicht richtig. Warum nicht? Ich merke, wie es nicht witzig ist. Das Niveau noch ein bisschen senken. Das ist eigentlich Standard. Was für ein Niveau? Nach unten, oder? Ja, nach unten senken, ja. Mein Pass ist nicht ausreichend. Also, nach unten ist viel sein. Freiraum. Nach oben ist immer schwierig, nach unten geht immer besser. Na generell, das Niveau nach oben zu senken ist auch schwer. Das nach oben zu senken? Ja. Das geht hervorragend. Guck mal, ich hab einen dicken Prügel, warte. Das geht jetzt nicht Niveau sehen. Nach oben, ne? Ja, ja. Der kommt auch nach oben. Da guck doch mal die Keule an. Nein, lass den jetzt da eingesteckt. Ich glaube, es gibt eine Fehlfunktion mit meiner Kleine. Alter.
Also du hast ja gesagt, du hast die Hände nicht an der Tastatur, also jetzt redet nicht von deinen Lügen da. Oh ja. 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 Unteren im Brunnen. Die Höhle unter dem Brunnen. Weißt du, dass wir da alle zu viert in den Brunnen passen, das ist eigentlich auch komisch. Ich find's auch klasse, wie die Magierin mit einem Bogen schießt, wenn euch das mal anschaut. Ja, ist doch gut. Mach mal die Drohne auch in der Zeit, ne? Ja. Mach mal. Schwungangriff. Warte mal. Ja, ich muss auch kurz einmal die Fähigkeiten checken. Ich kenne die nämlich auch noch nicht wirklich von Demon Hunter, aber ich kenne die, die sind nicht gut, lass weiterlaufen. Gut. Haben wir das auch geklärt? Mein Training zahlt sich aus. Demon Hunter ist nicht so gerade, kannst direkt wieder aufhören, das ist ja, scheiße. Also. Gut, ja, dann bis zum Morgen. Na, das war's mit dem Let's Play. Ja, das war's, tschüss, danke fürs Zusehen. Die Frage ist, ob ich die 5 Level bis morgen noch aufholt mit dem anderen Char. In Torment 1. Ja. Oh, guck mal. Dicke weiße Spur. Aus deinem Prügel raus, oder? Ja, guck mal. Ja. Ich seh's nicht, wo bist du denn überhaupt? Haben wir den Rapanil gezündet? Nein. Ja, ne? Weil, ja, wir haben gerade extra. Falls euch das nicht aufgefallen ist, wir spielen hier Star Wars, ne? Also, das ist hier nicht Diablo oder so. Das Ding, ach so, das Teil, ja, das ist Hammer. Das haben wir gestern auch schon gefeiert, das Teil. Nicht dein Teil, sondern das Teil. Ja, dann feier ich aber auch immer. Ja. Über deinen Pfeil feierst du immer? Ja. Ist das so lustig? Ja. Deck mal alles auf oder rush mal durch? Nö, ganz normal, würde ich meinen. Ja, du willst genau. Nicht alles aufdecken. Du willst nicht alles aufdecken. Du möchtest nach Hause gehen und deine Taten übernehmen. Da sind wir wieder in Star Wars. Könnt ihr mal stillhalten? Ja, langsam du hast doch Charge. Langsam keine fliegen so leicht daneben. Nicht oh, genug Charge. Ich hab noch keinen Charge auf Level 5. Doch. Ich hab's nicht gemacht, weil der Skill schaltet, aber. Der Schildbash ist der Charge ein bisschen. Bin mal wieder rein. Kann ich ja, der gehen. Erste, ne? Genau. Ambazamba-mäßig auf den Mob drauf rennen. Boing. Boah, Rums. Wie befriedigend. Rums. Wie befriedigend, sagt sie. So. Krieger, ja. Hast du mal probiert, so dem Templer, wenn du den Templer hast und ziehst ihm an noch was Neues an, wie der schön? Nee, das ist doch nicht. Ah ja, das ist gut. Also das Spiel ist sehr anstößig, fällt mir auf. Ja, ich meine, Sünde. Ja, stimmt. Yes. Oh, das feuchte Loch ist zu, guck mal. Da ist er. Da ist eine Decke drauf heute. Hast du es mal wieder beleidigt, oder was? Mein Hass ist nicht ausreichend. Ich hab da wieder was Neues. Oh, meine Füße sind umgewandt. Bin krank, mir wächst da was aus dem Rücken und ich kann es nicht kontrollieren. Ja. Altrista. Ist okay, Cyber. Diablo selbst hat diesen Ort heimgesucht. Gut, dann geht's ja. Ich hoffe, dass er ansteckt. Das war eh auch übelst die Aktion. Ich hab mir auch damals geholt hier. Sag es. Ach ja, das hat's auch. Ich hab da nie gespielt, also zumindest mit der Kampagne. Hat sich ja dann echt gelohnt, ja. Ja. Noch ein Level, oh mein Gott. Auf Qual geht's ein bisschen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Psychisch. Da brauchst du ein Schild. Ach, die Top-Mutter haben wir auch noch. Top. Sag mal. Das ist die scheußlichste von allen. Ja. War auch lange da. Da war noch ein Keller, waren wir da noch drin? Ja. Da ist noch ab und zu mal ein Goblin drin. Ein Goblin, also. Na und noch einer von diesen scheußlichen Müttern, oder wie? Oh, guck mal, da rennt sogar mit dem Beehänder rum. Aber der Beehänder war es nicht. Der Beehänder wird untersucht. Aber er war es nicht. Das Geile ist ja, ein Beehänder bringt bei dem ja nichts. Kannst du helfen, der ist nicht kann. Ja, das ist halt der Mumpitz daran. Ab Level 10 bringt der. Dann wird's gut. Ja, dann hast du den passiven dann, ne? Genau. Ja. Mein Hass ist nicht ausreichend. Gleich das erste Passiv, was du kriegst, dass du Viehhänder mit dem Schild tragen kannst. Übelst geil.
Was ist das für ein Skill? Kannst du dann alle Schild-Skills mit dem Beehänder machen oder was? Nein, du kannst zusätzlich zu deinem Beehänder Schwert. Bild tragen. Schild. Ja. Schwert. Zusätzlich zum Schwert noch ein Schwert. Genau. Hier ist dein Schwertengel. Ja, das kommt dann noch. Um nicht zu sagen, ein. Sorry, jetzt habe ich auch verstanden. Also mal hier unten. Ja, guck mal, hier ist noch eine Elite. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Folgt mir! Fallt nicht zurück! Und gleich mal meine Skills angucken. Ja. Jo. Wir sind gleich wieder in der Stadt. Jo, und dann können wir doch gleich die erste Bastelrunde einlegen, oder? Wie spät haben wir es denn? Level 7 haben wir es. Okay. Schon so spät? Ja, so früh am Abend. Verdammt. Ja. Möchtest du für deinen Zauberer noch einen Bogen haben? Ich hätte nur einen. Sagt, ich bin jetzt Pirat geworden mittlerweile. Kommt nochmal kurz ein Text. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein bisschen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Sie hat Mut. Mit etwas Hilfe könnte sie Kane tatsächlich noch retten. Könnt ihr schon mal das erste Lady? Ich werde nun noch mehr gefürchtet. Oh, ein neues Schild. Die will einfach nicht aufgeben, ihren Onkel zu retten. Was fällt dir ein? Blöde Kuh. Ja. Frechheit. So, machen wir eine Rauchwolke hier mit dazu. Schwups. Schwups, also. Jetzt geht das ganze Gedissel wieder los. Und, das ist mal mein Lieblingsteil im Diablo-Spiel. Ja. Kann man jetzt eigentlich schon zwei Armbrüste nehmen? Wenn du zwei kleine Armbrüste hast, ja. Kein Kommentar, aber ich, ja. Die großen kriegst du nicht. Tatsächlich. Kann ich gar nicht, was Scheiß erzählt. Geht nicht. Aber ich kann einen fetten Bogen bauen. Boah. Kann er ein gelbes Schwert bauen, so in dem Stil? Hat da jemand Interesse dran? Ja. Möchtest du selbst bauen? Wer ist das? Mit Sicherheit kannst du das selbst auch mit Danke. Schnell alles so. Durchbasteln, dann geht's. Das ist das Breitschwert des Lehrlings, ne? Weiß ich nicht, ich hab alles auf Englisch. Bright Sword. Bright Sword des Noobs. Ja, Apprentice Broad Sword heißt es. Bright Sword des Lehrling. Bright Sword. Schisser. Also sei Bright Sword, meine Freunde. Gut, ich quatsch mal Lea an, warte mal. Kommt, lasst uns auf die Suche nach unserem Onkel gehen. Auf geht's! Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Aufbruch bereit! Auf geht's! Wisst ihr, was ich mir gerade denke? So ein Crusader ist doch bestimmt gut für einen Umzug, ey. Da kann ganze Schrankwände auf dem Rücken wegtragen. Ja. Denkt ihr, Kühlschrank nicht mal an dabei? Kühlschrank hinten drauf und dann was für ein Wacher, weißt du? Das ist ziemlich geile Idee. Der nimmt den sogar in die Hand. Markus, kommst du? Oder? Ja, man bin hier schwer am Kraften. Und Onkel Deckard hat dich großgezogen. Mann, du verpasst gerade schon die ersten Erfahrungspunkte. Da kann man ganz kurz auf warten. Ich hab noch nicht meine neuen Skills angeguckt. Wir stellen uns einfach alle neben ihn und machen so hin. Fallt nicht zurück, folgt mir. Also, es war Guck mal, ich seh aus wie ein Ritter, ne? Mein Feind. Das tut mir sehr leid. Sie sehen aus wie ich hab noch ein richtiges Ritter. Nee, du hast ja so ein Kreuzfahrerschild. Ich hab ja ein richtiges Ritterschild genommen. Ach ja, stimmt. Ein verborgener Keller. Die bleiben auch immer ungefähr auf dem gleichen Level. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Iceman. Wo ist Arnold? I am an Iceman. Stick around. Let off some steam. Räumen wir mal ein bisschen auf. Ja, das quatsch mal an. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber
Das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank.